Hallo ihr Lieben, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin heute unterwegs mit dem Fahrrad und habe vor, so eine kleine Radtour zu machen. Ich bin jetzt schon ein paar Kilometer gefahren. Mit dabei ist meine kleine Jack Russell Hündin. Da habe ich extra so einen Hundekorb für. Seht ihr hier hinten? Ja, und sie ist immer dabei, wenn ich meine Radtour mache. Wasser habe ich bei dem Wetter natürlich auch immer mit dabei für sie, weil das sind heute so 30 Grad. Und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit und mal schauen, was so alles so zu entdecken gibt. Ja, da würde ich sagen, bleibt dran, bis gleich. So, ich muss dazu sagen, hier war ich gestern schon mal. Also hier wachsen überall die ganzen Brombeeren. Ich habe gestern nur so zwei kleine Schälchen bei gehabt. Heute habe ich größere dabei. Also da vorne könnt ihr schon sehen. Hier. Da hinten war ich gestern auf der linken Seite. Ungefähr da. Ja. Mal gucken, das geht ja hinten noch weiter. Ich bin ja gestern noch reingefahren. Und zwar hier, da fahre ich jetzt auch noch mal rein. Und ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Da hängen schon die ersten. Dann halten wir doch direkt hier mal an. So ein bisschen im Schatten. So, mein Hund kommt jetzt auch direkt raus aus dem Körbchen. So, komm mal her. Dann kannst du hier so ein bisschen laufen. So. Ja, dann wollen wir mal gucken hier. So, wird es noch ein bisschen schwierig sein, mit einer Hand die Brombeeren und die andere Hand die Kamera. Ja, und ich sage immer, die besten hängen so weit da hinten drin, da wo ich jetzt nicht dran komme. Aber ich gehe jetzt mal ein Stückchen zurück. Vielleicht komme ich doch noch mal irgendwo hier dran. Hier hängen auch noch so ein paar dicke zwischen. Liebe Brombeeren. Also die von gestern, die habe ich erstmal eingefroren. Jetzt werde ich hier schon gepiekst, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe hier so kurze Klamotten an. Und ja, die Beine sind schon sehr zerkratzt von gestern. Aber ich muss sagen, es macht immer wieder großen Spaß. Wenn man sieht, wie voller die Schale wird. Ja, da sind jetzt nicht so die dicken, aber vielleicht finde ich noch welche. Gestern habe ich auch noch welche gefunden. Richtig schön dick fahren. Hier oben zum Beispiel. Ich habe heute vor, zu einem See zu fahren, und zwar zum Elfrater See, da eine Runde zu drehen. So. Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen, das sage ich euch. Ja, meine Lucy ist da,
Ja, ich muss dazu sagen, sie ist blind, sie hat Diabetes. Ja, ich muss sie morgens und abends immer spritzen. Aber sie verträgt das ganz gut. Ja. Ne, Lucy? So. Sieht das nicht lecker aus? Und wie die duften. Oh. Lecker Brombeeren, Leute. Ich sag euch das. Ja, ich werde die jetzt gut verpacken. Und ja, werde jetzt auch meine Tour fortsetzen. Und ja, dann sag ich mal, bis gleich. Thank you.
geht circa 2 Kilometer darunter. Und bis hierhin, bis hier zum Ende, bin ich mit meiner Drohne geflogen. Ja. Den Link dazu findet ihr dann wie immer unten in der Videobeschreibung. Das war ziemlich weit am Ende von dem Video. Zwei Kilometer. Da ganz hinten am Ende, da war ich vorhin gewesen. Ja, jetzt stehe ich genau hier, wo ich meine Drohne fliegen gelassen habe und den Reichweitentest gemacht hatte. So, meiner Lucy geht es natürlich auch ganz gut. Ja, mit dem wunderschönen Ausblick geht die Tour jetzt weiter. Ja, dann bleibt dran. Bis gleich. Jede Menge Bucheckern da rein. Ja, ich fahre jetzt raus.
ja, so, und damit verabschiede ich mich von dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir einen Daumen hoch, da abonniert den Kanal. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.